nämlich den Triplinator. Der verschießt drei Erbsen in drei Reihen. Aber jetzt geht's erstmal zurück ins Hauptmenü, denn wir haben ja die Minispiele freigeschaltet. Zumindest ein paar. Nämlich die Zombotanik, Nussbowling und den Spielautomaten. Und ich würde sagen, die mache ich jetzt alle noch und dann mache ich eine kleine Aufnahmepause. Ich nehme eh schon wieder relativ lange auf. Fangen wir mal mit dem schwersten davon an, die Zombotanik. Ich muss es irgendwie schaffen, diese Zombies abzuwehren. Und das sind Pflanzenzombies, die schießen auf mich auch, während sie noch auf mich zurennen. Und vor allem brauche ich dafür Sonnenblumen, Erbsenkanonen, Walnüsse. Kartoffelminen bringen hier leider nichts. Matschkürbis ist gut. Bei Kartoffelminen kann ich schon mitnehmen. Hinter den Walnüssen versteckt gehen sie schon. Was man hier auf jeden Fall braucht, ist eine stabile Sonnenproduktion. Und die ist in diesem Level relativ schwer aufrechtzuerhalten. So, jetzt brauche ich 150 Sonnen. Jede von den dreien bitte einmal produzieren. Rein, wo eine Erbsenkanone steht, kann man immer schon mal gut arbeiten. Dort, wo eine Walnuss zusätzlich steht, umso besser. Das Gute ist hier nur, dass die Pflanzen etwas mehr aushalten als die Zombies. Was auch immer, dass wir Zombies sind. Das sind ja keine richtigen Zombies. Walnüsse sind auf jeden Fall das Wichtigste, was man in diesem Level hier braucht. So, jetzt stehen immerhin schon mal vier Walnüsse. Auch wenn die da unten schon fast kaputt ist. Das ist noch die fünfte Walnuss. Triplinator aus, ne? Jetzt kommen schon die Walnuss-Zombies. Die halten einfach nur extrem viel aus. Den werde ich allerdings ein bisschen vorbeugen.
diesen Walnuss-Zombies. Die mittlere Reihe ist jetzt extrem gut verteidigt. Trittinatoren bringen es leider nur in den mittleren Reihen. Weil sie, wenn man sie weiter aus- und pflanzt, verschießen sie nur noch zwei Erbsen und dann kann man eigentlich fast genauso gut einen Duplinator dafür hernehmen. Für weniger Kosten dasselbe Effektivität. Schauen, ich glaube so nicht, dass die Kartoffelmine rechtzeitig bereit ist, aber bin wirklich halte ich ihn dann noch ein bisschen auf. Oh, das hat sogar noch gereicht. Walnuss hier muss ich bald ersetzen, ja. Bis auf die mittlere Walnuss sind ja alle gerade noch recht heil. Mittig sollte jetzt übrigens überhaupt nichts mehr durchkommen. Da fliegen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Erbsen. Dafür ist die Walnuss in der Mitte am ehesten beschädigt. Können wir wegspringen. Wenn man das Minispiel das erste Mal geschafft hat, dann kriegt man einen Pokal und einen Diamanten dazu. Nussbowling, das kennen wir ja auch schon. Nur dass das hier eine etwas schwerere Version davon ist. Das Nussbowling, das wir im Abenteuermodus hatten, das ist wesentlich einfacher gewesen. Erstmal wieder meinen Trick und lass die ersten Zombies erstmal ein bisschen kommen und stapel schon mal ein paar Walnüsse. Die werde ich ja später noch gut brauchen können. So, jetzt kommen da hinten ein Haufen Zombies, jetzt können wir die ersten Nüsse verschießen. Ab sofort kriegen wir auch immer, wenn die Nuss einmal abprallt, kriegen wir immer ein bisschen mehr Geld. Es sei denn, man hat das Talent, genau dazwischen zu schießen. Je öfter die Nuss abprallt, desto mehr Geld gibt es. Komm noch ein bisschen näher. Es kommen gerade keine Zombies hinten. Ah, jetzt kommen wieder welche. Eigentlich
gehofft, dass der jetzt nach unten abprallt, aber okay. Einzusammeln, weil das Ding schon zweimal abgeprallt ist. So, da kommt ein Spadapuff-Zombie, den kann man so wieder schön austricksen. Ich habe schon manchmal Talent dafür, die Dinger überhaupt nicht zu treffen, wie ich sie treffen sollte. Zwei Sprengnüsse in die größere Welle reinhauen. Bringt ja auch was. Machen wir das jetzt am besten.
Hab eigentlich gehofft, dass ich die Stabhochsprung-Zombies mit erwische, aber die muss ich jetzt leider so triggern. So, und jetzt habe ich keine Nüsse mehr. Das ist jetzt natürlich blöd. Das erste Mal ein Rasenmäher durch. Habt ihr das auch mal gesehen? Dort, wo ein Rasenmäher durchgegangen ist, kommt übrigens eine ganze Zeit lang kein Zombie mehr. Deswegen kommt auf der oberen Reihe jetzt momentan gar nichts. Ein weiterer Rasenmäher. Naja. Ich habe gerade keine Walnüsse mehr. Wegmache, weil da darf nichts durchgehen. So, diesmal gibt es nur 2x50 Gold extra, weil ich 3 Rasenmäher verloren habe. Aber gut, dafür hat man sie ja. Nun zum Spielautomaten, der meiner Meinung nach einfachste von diesen ganzen Modi hier. Zahlt 25 Sonnen, dreht einmal hier am Rädchen und wenn man 2 gleich hat, dann kriegt man eine Gratispflanze. Sehr simpel. Kriegt man 3 gleiche, dann kriegt man 3 Stück davon. Und ich habe das Level gewonnen, sobald ich 2000 Sonnen habe. Wieso kriege ich jetzt nur Walnüsse? Das Beste, was in diesem Level passieren kann, ist, dass man 3 Diamanten bekommt. Das sind dann einfach mal so 3000 Euro geschenkt. Ich habe noch nie so viele Walnüsse am Anfang bekommen. Langsam brauche ich mehr Abwehrpflanzen. Kaum schreit man danach, kriegt man einen Jackpot. Und noch einen Jackpot, sehr schön. Eine Sonnenblume bringt uns dem
Levelziel etwas näher. Weil das unsere Sonnenproduktion schon mal erheblich erhöht. Sonnen kriege ich heute ganz schön häufig. Normalerweise kriegt man die nicht so häufig. Schon mal eine ganze Reihe Walnüsse. Bau mal die Walnussverteidigung etwas aus. Wieder Sonnen bekommen. Ich hätte doch gerne mal ein paar Diamanten. Der Sonnencheckpot, da gibt es einen Haufen Sonnen. Sonnen. Wir haben es ja bald geschafft, sind wir schon bei 1700 Sonnen. Oh, ein Diamant. Zumindest einen. Ist doch mal was Schönes. Wenn man ein bisschen Glück hat, kann man mit diesem Minispiel nämlich verdammt viel Geld farmen. Noch ein paar Sonnen. Ich warte jetzt noch, was da rauskommt, dann beenden wir es. Dann bei 2000 Sonnen kriegen nochmal unseren extra Diamanten. Und damit haben wir die ersten drei Minispiele schon geschafft. So. Wird das Menü zumindest schon mal etwas besser. Vor allem hier haben wir übrigens immer noch das Vorstadtlexikon. Da können wir uns auch immer die neuesten Pflanzen oder Zombies immer mal anschauen. Die Schnorchelzombies kriegen wir nämlich im nächsten Level, sehe ich hier gerade schon. Das ist auch ein Zombie, der nur im Pool kommt. Und die sind ziemlich böse. Aber ansonsten, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause und spiele beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.